Hallo zusammen. So, es wird Zeit für was Neues. Nachdem ich Ocarina of Time jetzt durchgezockt habe, zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, es wird einfach mal Zeit für was Vergleichbares aus derselben Zeitspanne. Und dachte mir, Final Fantasy VII ist der perfekte Titel dafür. Ähnlicher Zeithorizont, ich glaube in Japan nochmal früher rausgekommen als Ocarina of Time, vielleicht aber auch nicht. Sekunde, gucken wir gerade mal nach. 31. Januar 97 steht hier. Ja. 31. Januar 97, also sogar ein bisschen früher rausgekommen als Ocarina of Time. Ja, der Plan ist, das Spiel durchzuzocken. Ich habe mir die letzten Tage ein bisschen den Kopf zerschlagen, und zwar mit dem Ding hier. Und zwar ist das Seventh Heaven. Das ist ein Mod-Manager für das Original Final Fantasy VII. Ich werde nicht das Remake zocken, ich zocke Final Fantasy VII mit Mods. Und zwar zum ersten Mal. Ich habe geguckt, ob ich irgendwie diese Sachen aktivieren kann und die deutsche Version von Final Fantasy VII. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe noch ein paar Anfragen ausstehen in einem Modding-Forum und so. Also wenn sich da noch was tut, werde ich da noch das Ganze verändern. Aber momentan sieht es so aus, dass wir zum einen mit besseren FPS, also hochgerenderten Videos zocken werden. Mit 30 FPS. Wir werden 60 FPS Gameplay nutzen. Ich habe mir einige Mods runtergeladen, die das Spiel, die Optik ein wenig verändern, aber in einer Art und Weise, die meinem Gefühl nach zumindest dem Original treu bleibt. Das heißt also, da sind Sachen mit KI hochgerendert worden, die Bildschirmhintergründe und so sind hochgerendert worden. Ich habe mir zwei moderne Model Packs runtergeladen, das heißt, damit die Vierkantmodelle, die es damals quasi gab, nicht komplett außen vor fallen, habe ich mir Chibi-Modelle runtergeladen, die aber auch dem Spirit von dem Original-Ding treu bleiben, und Symphonieorchester statt MIDI-Tunes, wo verfügbar. Die Sounds sind aber alle noch die Original-Sounds. Mal gucken, ob das vom Feeling her passt. Ich habe nur bis zum ersten Save gespielt, um zu gucken, ob die Mods alle funktionieren. Denn glaub mir, das hier zum Laufen zu bringen, war jetzt nicht super einfach. Aber es läuft, und ich hoffe, es läuft gut oder zumindest gut genug. Okay, dann gönnen wir uns das mal. Ich bin mir nicht sicher, wie oft mir das passieren wird, dass ich versehentlich die falsche Taste zum Bestätigen drücke, denn das habe ich irgendwie nicht rausbekommen, warum das nicht greift in den Mods. Ich muss B auf meinem Controller drücken, damit er hier startet. Ich spiele mit dem Xbox-Controller anstatt mit dem PlayStation-Controller, weil ich keinen habe. Ich habe tatsächlich nie eine PS1 besessen oder... Ja, ich habe eine PS2 und eine 3 gehabt. Das waren meine Stelldicheins mit der Konsole. Und Final Fantasy VII habe ich irgendwie nie nachgeholt. Ich kenne einige der Story-Twists, die mich wahrscheinlich erwarten werden. Und es ist das zweite Final Fantasy, was ich überhaupt spiele. Ich habe Final Fantasy IX durchgezockt 2020, als es in den Game Pass gekommen ist. Ja. Aber es hat mir nur so okay gefallen. Was unter anderem auch an der Story lag. Und ich hoffe, dass das hier zumindest in der Hinsicht besser ist. Oder mir besser gefallen wird. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nice aus immer noch. Also der Stil gefällt mir immer noch sehr gut.
richtig gut zusammengeschnitten, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss damals, so eine Zwischensequenz zu machen. Die ganzen Assets. Nice. Okay. Es funktioniert auf jeden Fall immer noch. Das ist schon mal viel wert für mich. Lasst mich gerne wissen, ob die Modelle und so für euch funktionieren. Ich finde, die passen ganz gut zu den hochgerenderten Hintergründen. Es ist wie gesagt in Englisch. Das heißt, ich werde versuchen, das on the fly zu übersetzen, so wie ich es bei, bei Paper Mario und bei Legend of Zelda auch gemacht habe. Hey Newcomer, folge mir. Analogstick an, aber es sieht so aus, als würde er in 8 Richtungen snappen. Ist aber auch okay. Bin mal gespannt, wie mir das Active Time Battle System gefallen wird. Mucke hier ist gerade auf jeden Fall schon legendär. Ich meine, ich wurde Final Fantasy VII über die Jahrzehnte auch gut viel wurde ich dem Ganzen ausgesetzt. Okay. Was zu sagen? Nee. Das ist Bix. Und er sagt uns, wow, du warst mal bei Soldier, oder? Findest in so einer Gruppe wie Avalanche nicht immer jemanden. Eigennamen werde ich glaube ich nicht übersetzen. Bin ich auch zu gewohnt dran, die so zu nennen. Jesse? Soldier? Sind das nicht die Feinde? Was macht der bei uns in Avalanche? X. Er war in Soldier. Jesse. Aber er hat aufgehört und ist jetzt bei uns. Bix, ich habe nicht genau mitbekommen, wie du heißt. Wir bleiben bei Cloud. Cloud. Cloud, hä? Ich bin... Cloud. Es kümmert mich nicht, was ihr für Namen habt. Wenn der Job vorbei ist, bin ich hier weg. Was zur Hölle macht ihr da? Ich habe euch gesagt, ihr dürft euch nie in einer Gruppe bewegen. Unser Ziel ist der Nord-Marco-Reaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Ex-Soldier, hä? Ich vertraue dir nicht. Bei den Eigennamen bleibe ich, wie sie sind. Okay, wenn ich... Weißt du deine? Cancel. Cancel ist der X-Button bei mir. Ich habe das Spiel damals für einen PC gehabt, beziehungsweise mir ausgeliehen, und wollte das eigentlich da damals zocken, als es da rauskam. Fand es auch sehr cool, aber meine Hardware-Konstellation hat mit dem Spiel echt nicht gut funktioniert. Ich habe damals in diesen Videosequenzen die Ingame-Modelle und die Ingame-Modelle und die Zwischensequenzen zusammenmixen. Die haben nie zusammengepasst. Ich glaube, die Modelle waren standen auf dem Kopf oder so. Irgendeine weirde Situation mit meiner Grafikkarte. Und dann habe ich aufgegeben. Ich habe nicht mal die erste CD gespielt insgesamt, weil ging halt nicht. Sah halt blöd. Also sah so blöd aus, dass es keinen Sinn gemacht hat. Aber das Poster zu Final Fantasy VII hing, glaube ich, ewig bei mir im Flur. Mit Cloud, mit seinem Buster-Schwert vor dem Marco-Reaktor. Barrett, yo, ist das dein erstes Mal in einem Reaktor? Cloud, nein. Ich habe immerhin für Shinra gearbeitet.
Barrett, dieser Planet ist voll mit Marco-Energie. Die Leute benutzen es hier täglich. Es ist das Lebensblut dieses Planeten. Aber Shinra saugt das Blut mit diesen weirden Maschinen einfach aus. Cloud, ich bin nicht hier für eine Lektion. Lass das jetzt einfach machen. Barrett, okay. Dann kommst du ab jetzt mit mir. Jesse, Bix und ich haben die Codes für diese Tür. Okay. Ja, und als nach dem Ganzen, ich fand allein schon Renderfilme und so immer ganz geil, deswegen Advent Children auch geguckt damals. Und fand's okay, sah halt beeindruckend aus. Spirits Within auch, weil das war weniger im Final Fantasy 7 Kosmos. Wollte immer mal auch Dirge of Cerberus ausprobieren, aber da bin ich nie zugekommen. Hab da aber anscheinend auch eher Bullet gedodged. Barrett, Stück für Stück wird dieser Reaktor das Leben aussaugen. Das wird dann das sein. Aber das ist nicht mein Problem. Barrett, der Planet stirbt, Cloud. Cloud, das Einzige, worum ich mich kümmere, ist, diesen Job zu beenden, bevor die Security und die Robo-Guards hier sind. Findet Barrett nicht so geil anscheinend. Jetzt haben wir ihn in der Party. Okay, krass. Soweit sind die Kämpfe noch relativ easy. Und ich habe in 2020 schon mal drüber nachgedacht, das Spiel zu zocken, aber ich habe erstmal andere Spiele vorgezogen. Und jetzt mit dem Remake, das ja komplett draußen ist, habe ich mir gedacht, ich kann das Remake nicht spielen, ohne nicht vorher mal das Original gespielt zu haben. Denn, ja, keine Ahnung, es macht schon irgendwie Sinn, um den ganzen Kontext zu schnallen. Okay, drücke OK, vor einer Leiter, bla bla, um runterzugehen, das kriegen wir hin. Achso, jetzt nochmal die Leiter hier runter. Weirde Viecher. Sind das Mutanten? Was ist das für eine Warnung? Immerhin machen die wenig Schaden. Ich finde den Look so ganz stimmig. Die Modelle sehen original aus, sind ja auch die Originalmodelle, halt nur in höherer Auflösung. Das hier ist alles hochgerendert, aber auch der Originalkram, auch die Originalschriftart, glaube ich. Und so diese Ränder sehen halt, also Ränder und Effekte und Modelle funktionieren ganz gut zusammen, würde ich behaupten. Nicht perfekt, aber gut genug. Und die Alternative wäre für mich gewesen, das Ganze an einem Emulator zu zocken. Und da dann in Originalauflösung auch, also nicht hochgerendert, damit die Hintergründe und die Modelle und so alles gut, alle gut zusammenpassen. Aber ich hab mir gedacht, ich will das hier mal ausprobieren.
und sehen, ob es für mich alles gut genug ist. Und bisher fühlt sich das so an, als wäre das eine gute Entscheidung gewesen. Im Emulator probiere ich dann vielleicht noch ein andermal. Jetzt soll ja, glaube ich, auch noch das Final Fantasy VII Remake, also ein Final Fantasy VII Remake für Mobiltelefone rauskommen. Vielleicht ist es auch schon raus, weiß ich nicht ganz genau. In dem dann ja quasi ein ähnlicher Weg gegangen wird wie hier. Oh, nice, Special Attack. Und das Spiel in der Oldschool-Perspektive neu gerendert wird. Wahrscheinlich dann schon mit neuen Assets und nicht einfach nur hochskaliert in der KI. Und das soll dann... Ah ja, genau, bis hierhin habe ich gespielt. Da speichern wir direkt drüber. Gut. Aber das soll episodenweise rauskommen. Und ich habe halt keinen Bock, das auf einem Handy zu spielen. Also war das für mich jetzt auch keine wirkliche Alternative. Komm hier. Wir haben die Restore Materia bekommen. Wenn wir das Ding hier hochjagen, wird das nicht mehr als ein bisschen Müll werden. Cloud, du setzt die Bombe an. Cloud, solltest du das nicht tun? Barrett, mach du das. Ich muss dir zugucken, damit ich mir sicher sein kann, dass du hier nichts Linkes durchziehst. Cloud, okay, ich mach's. Achtung! Das ist nicht nur ein Reaktor. Barrett, was ist falsch? Cloud, hä? Barrett, was ist falsch? Was stimmt nicht, Cloud? Beeil dich. Cloud, okay, sorry. Barrett, okay, aufgepasst. Jetzt geht's rund. Vielleicht gerade schon eine Potion nehmen sollen. Mal Magie. Schaden. Ja. 45 Schaden, das ist nicht so viel. Oder 5 Jahre. Da macht die Magie nicht wirklich viel Schaden. Potion. Heil dich mal. Macht vielleicht Blitz mehr Schaden? 90, oh ja. Das ist gut. Dann machen wir einfach nochmal Bolt, solange wir Mana-Punkte haben. Scheint ja schon so eine Art Endgegner zu sein. Ich hätte auch die deutsche Version spielen wollen, eigentlich. Aber auch da wieder die verbesserte deutsche Übersetzung, die halt nicht völlig Banane ist, was die Cloud kann Limit Break machen. Okay, dann machen wir mal. Wie oft macht er die denn hintereinander? Wow. Nochmal? Holy shit. Dreimal hintereinander? Krass, hätte ich farmen müssen schon beim ersten Boss? Item, Potion.
Oh ne, Cloud braucht auch eine Potion. Krass. Das geht ja schon mal gut los, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Okay, wir müssen ihn kaputt kriegen, bevor der nochmal diese Attacke macht, denn das überlebe ich nicht. Oh, shit. Das überlebe ich wahrscheinlich auch nicht. Letzte Potion kriegt Cloud. Oh, okay. Krass. Ich glaube, da kommt man schon gar nicht mehr durch mit einfachen nur bestätigen drücken und die Kämpfe durchziehen. Okay, immerhin Level up. Eine Assault Gun, die nehme ich auch. Cloud, komm schon, lass es hier abhauen. 10 Minuten bis zur Detonation. Das ist die bessere Waffe. Ignoriertes Menü. In. Okay. Und speichern können wir auch nicht. Geil. Okay. Hoffentlich schaffen wir das. Speichern können wir. Okay, immerhin können wir hier speichern. Nur einer? Zwei. Und die fallen uns in den Rücken. Was ist los? Cloud macht jetzt sehr viel weniger Schaden. Oh gut, zwei Potions, die können wir glaube ich direkt einsetzen. Oder? Erstmal speichern. Achso, ich kann in demselben Safe. Ja. So, was ich sagen wollte, die deutsche Übersetzung von damals ist anscheinend berüchtigt dafür, super scheiße zu sein. Also kriegt's nicht hin, irgendwie konsistent die Begriffe zu benutzen, wie zum Beispiel Materia oder Potions oder was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich mir eigentlich nicht antun. Als ich dann mit diesem Mod hier angefangen habe, hat sich aber auch gezeigt, so ich kann es mir gar nicht antun. Ich habe nämlich gar keine Chance, die deutsche Version hier mit dem Mod zu spielen momentan, zumindest so wie es aussieht. Und es gibt einen Mod für eine bessere deutsche Übersetzung, der geht aber nur für die PlayStation-Version. Und die muss man mit einem Programm modifizieren, wo man mit DOS rumhantieren muss. BS Patch nennt sich das. Alles Mögliche rausgesucht, alles Mögliche ausprobiert. Keine Chance. Alles war wirklich total bescheuert. Alles gut bei dir? Jesse, mein Bein klemmt fest. Danke. Okay. Kann ich hier hoch? Ah, jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, so schlimm kann es nicht sein. Wahrscheinlich kennt die Mehrzahl an Leuten, die hier zugucken, das Spiel sowieso schon. Dann wird das auf Englisch irgendwie tragbar sein.
So, nach dem Kampf werde ich, glaube ich, nochmal... nach dem Kampf werde ich nochmal eine Potion einsetzen jetzt im Menü. Potion. Eine für ihn, eine für ihn. Okay. Okay. Sie hat den Fahrstuhl vor uns genommen, Jesse. Da ist sie. Macht uns die Tür auf. Und du hier, ne? Ja. Fix diese Tür. Da wurde uns der Fluchtweg aufgemacht. Geil, das ist ein guter Übergang in eine Zwischensequenz. Das kriegen einige Spiele heute schlechter hin. Bix, das sollte den Planeten am Laufen halten. Zumindest ein bisschen länger. Wedge, jupp. Barrett sagt nichts. Jesse, okay. Jetzt bleibt mal alle zurück. Die Explosion. Barrett, okay. Und jetzt lass uns hier rausgehen. Barrett, wir treffen uns an der Sektor 8 Station. Splittet euch auf und dann treffen wir uns beim Zug. Cloud, hey. Barrett, wenn es um dein Geld geht, warte darauf, bis wir zurück sind. Sind schon krasse Ökoterroristen, die Jungs. Flower Girl. Entschuldigung? Was ist passiert? Ich sag hier, sieh zu, dass du hier wegkommst. Flower Girl, echt? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber okay. Gucken wir da nochmal nach. Jo, wir haben hier ordentlich alles in Schutt und Asche gelegt. Krass. Also da wird's garantiert auch Tote gegeben haben. Potion, okay. Was hast du zu sagen? Frag mich, was an der Wand da drüben ist. Mal gucken. Lasst euch nicht von Shinra verarschen. Marco-Energie hält nicht ewig. Marco ist die Lebensenergie des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten, Avalanche. Was? Was zum Henker ist hier los? Okay, ja, wir sind Terroristen. Soldier, hey, du! Shinra-Soldat. Stopp! Nee, wir... Okay. Wir hatten keine Wahl, mit der friedlichen Variante hier durchzukommen. Ich habe keine Zeit, um mich mit euch auseinanderzusetzen. Nice. Eigentlich mag ich das Chibi-Modell auch in diesen Zwischensequenzen. Das ist echt gut. Wedge Cloud ist nicht gekommen. Bix, Cloud, Lobster wurde gekillt. Barrett, kein Fall.
Es sieht Cloud. Nix. Sag mal, glaubst du, Cloud bleibt da und kämpft für Avalanche? Barrett, Wildsmacker, soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Gedankenleser? Wenn ihr nicht alle solche Lachpfeifen wärt. Wedge, hey Barrett, was ist mit unserem Geld? Nichts, Entschuldigung. War eigentlich nicht die Ansage, dass wir einzeln in den Zug sollen? Oder ist der Zug die Basis? Cloud! Ein allgemeines Cloud. Sieht aus, als wäre ich ein bisschen spät dran. Barrett, verdammt richtig, du bist spät. Du kommst hier reingewalzt und machst eine große Szene. Aber das ist keine große Szene, das ist, was ich immer tue. Barrett. Shit. Jeder hat sich Sorgen gemacht. Du kümmerst dich um keinen anderen außer dich selbst. Ihr habt euch Sorgen um mich gemacht? Was? Das geht aus deiner Provision runter. Heißer Scheiß. Wach auf. Wir ziehen weiter. Mit Jay Cloud, du warst großartig da hinten. X, ha, Cloud. Nächstes Mal, wir machen es noch besser. Jesse, vorsichtig, mach hier dicht. Oh Cloud, dein Gesicht ist komplett schwarz. So ist es besser. Und danke, dass du mir hinten im Reaktor geholfen hast. Okay, kann ich hier, gibt es sowas wie Geheimzeug? Gibt hier zum Beispiel eine Potion? Nein. Hier? Nee. Nirgendwo. Okay. Der letzte Train out of Sektor 8. Letzter Stopp ist Sektor 7. Der Zugfriedhof. 12:30 morgens, Standard Midgard-Zeit. Das ist, warum ich den letzten Zug hasse. Hängt hier auf jeden Fall gerade ab mit Leuten, die die halbe Stadt hochgejagt haben. Okay, kann ich mit dir sprechen? Ah, das ist mein Haus. Fühl dich wie zu Hause. Okay, du bist. Hast du die Schlagzeilen in der Shinra Times gesehen? Die Terroristen, die den Nummer 1 Reaktor hochgejagt haben, wohnen irgendwo in den Slums. Einen Reaktor hochladen, hochjagen. Da haben die ganz schön viel Gedanken reingesteckt. Wir müssen jemanden haben, der richtig planen kann. Ich frage mich, was sie als nächstes machen. Hör auf, dich wie ein Kind zu verhalten, setz dich hin und halt's Maul. Dieser Zug ist noch nicht in den Security-Modus rübergegangen. Wird wahrscheinlich morgen anders sein. Irgendwann wird Avalanche berühmt sein und ich auch. Das ist dein Ziel hier? Hey Cloud, willst du jetzt mal mit mir zusammen angucken? Das ist eine Karte des Midgar-Rail-Systems. Können wir uns die zusammen angucken und ich erkläre sie dir. Ich mag dieses Zeug. Bomben und Monitore. Weißt du, dieses flashige Zeug. Okay, los geht's.
Das ist ein komplettes Modell der Stadt in Midgar. Ungefähr 1 zu 10.000. Die Topplatte ist 50 Meter über dem Boden. Und eine Hauptsäule stützt die Stadt im Center. Es gibt andere Säulen, die die Platte im Center halten. Achso. Es gibt andere Säulen in jeder Sektion. Und den Sektor 1, den wir hochgejagt haben, war in der Nordsektion. Es gibt noch Nummer 2, Nummer 3. Komplett bis zu Nummer 8 Reaktor. Und diese 8 Reaktoren beliefern Midgar mit Elektrizität. Jede Stadt hatte mal einen Namen, aber keiner in Midgar erinnert sich dran. Anstelle von Namen benutzen wir die nummerierten Sektoren. Guck mal, was als nächstes kommt. Das ist die Route, in der der Zug unterwegs ist. In einer Spirale um die Hauptsäule. Wir sind jetzt ungefähr im Center. Und jeder hat einen ID-Checkpoint. Checkt die Identität und Hintergrund jedes Passagiers im Zug und ist verlinkt mit der zentralen Datenbank im Shindra Hauptquartier. Wir sehen auf jeden Fall verdächtig aus, also nehmen wir Fake-IDs. Wenn man vom Teufel spricht, wir sind in der Security-Check-Area. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Creeps rauskommen. Wir sind fast zurück. Was für eine Erleichterung. Achso, ich wollte in ein anderer Teil gehen, wurde aber aufgehalten. Bird sagt, man kann von hier aus die Oberfläche sehen. Diese Stadt hat weder Tag noch Nacht. Wenn die Platte nicht da wäre, könnten wir den Himmel sehen. Cloud, eine schwebende Stadt. Ziemlich unangenehm. Hätte nicht erwartet, sowas von einem wie dir zu hören. Ist voller Überraschung. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Es ist wegen dieser scheiß Pizza, dass Leute darunter leiden müssen. Nice. Und die Stadt darunter ist voller verschmutzter Luft. Und der Reaktor zieht die ganze Energie raus. Warum geht da nicht jeder auf die Ebene? Barrett, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil nicht genug Geld da ist. Oder vielleicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verschmutzt es ist. Ich weiß, niemand lebt in den Slums, weil er möchte. Wie dieser Zug. Er kann nur da hinfahren, wo die Schienen ihn hinführen. Schön, wie das immer eingebaut wird, diese kleinen Zwischensequenzen. Nicht um irgendwie was, nur die fetteste Action zu zeigen, sondern einfach nur um die Atmosphäre zu untermauern. Da gehen die Punks. Eine Familie und Avalanche. Hey, kommt hier rüber alle. Achso, ich auch.
Die Mission war ein Erfolg, aber wir dürfen jetzt nicht faul sein. Der härteste Part kommt noch. Seid nicht, fürchtet euch nicht vor dieser Explosion. Denn die nächste ist noch viel, wird noch viel größer sein. Lass uns im Versteck treffen. Ich bin weg. Okay, kann man hier nach rechts? Da sind Kämpfe. Auch krass, so ein Ding. Da macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, dass ich nicht mit einer normalen, mit einem normalen Schwert angreife. Oh ja, das macht eine Menge Schaden. Ich habe immer gedacht, dass das, dass die Artworks in, ja, dass die gar nicht so, dass der Advent Children Cloud nicht so cool aussieht wie der Oldschool Cloud. Aber der war damals ja schon auch so Lulatsch-mäßig gebaut, wie er hier, also hier in den Battle-Sequenzen sieht er auch schon so ein bisschen danach aus. Cowboy-Salon. Gerade ordentlich ein Kind rausgefeuert. Explosion, Explosion! Oh, Avalanche ist so cool. Hast du schon gehört? Hör mich nicht. Nein, was? Es gibt ein News-Update. Sie erzählen sich, dass es eine terroristische Explosion gab oben. Und dass es diesmal der Makro-Reaktor war. Weißt du, was das heißt? Nee, weiß ich nicht. Weißt du, ich informiere mich. Wenn du Midgars Power ausschaltest, gehen alle Computer und Signale hier auch aus. Das müssen ungefähr 1 Milliarde Gil an Schaden sein. Und das ist noch nicht alles. Viele Unschuldige wurden getötet. Wenn die Explosion in der Mitte der Nacht gewesen wäre, wäre das eine Sache. Dann hätten die Leute wenigstens, wären die Leute in ihrem Schlaf gestorben. Ja, krass. Wir spielen Terroristen gerade. Es ist nur die Frage, wie das Spiel das rechtfertigt. Barrett, okay. Geh schon mal rein. Was gibt's hier noch bei euch? Was ist hier los heute Nacht? Dieser lange Stromausfall war merkwürdig. Sie erzählen sich, dass ein Makro-Reaktor zerstört wurde. Und ich war hier nur... Ich saß hier nur rum, hab getrunken und mir die Nachrichten angeguckt. Und irgendwann werde ich aus diesem Store rausgekickt. Was ist damit? Was ist los? Und du? Wow, ich bin total betrunken. Ich mag selbstgemachte Cocktails. Aber irgendwann holen sie dich ein. Okay. Papa. Bin ich nicht, glaube ich. Marlene, möchtest du nicht, Mr. Cloud nicht was sagen? Willkommen zu Hause, Cloud. Sieht so aus, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Barrett gekämpft? Nee, das war nicht. Du bist erwachsen geworden. Als du klein warst, hast du dich immer geprügelt. Tiefer ist tiefer. Ich bin so erleichtert, dass es allen gut geht. Mal hier Pinball spielen? Oh, Cloud. Tiefer weiß, wie man kocht. Nebenbei, lass mich dir was erzählen. Tifa lässt mich immer probieren beim Kochen.
Und jetzt guck mich an, ich bin ein richtiger Rolli-Polli. Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder traurig sein soll. Aber es sind die guten Drinks und das Essen, das diesen Laden berühmt macht. Jesse, hey, Wedge. Mach hier nicht. Ja, egal. Bix. Ah, es gibt doch nichts über das erste Getränk nach dem Job. Möchtest du auch einen? Nee. Was? Willst du mir etwa sagen, du bist zu gut, um mit mir zu trinken? Tu nicht so aufgeblasen, nur weil du ein Soldier bist. Okay, Marlene hat nichts zu sagen. Kann ich nichts machen? Kann ich mit ihr noch sprechen? Tifa, sorry Cloud, Marlene ist ein bisschen schüchtern. Marlene, Papa, willkommen zu Hause. Alles okay bei dir, Barrett? Großartig. Komm zusammen, wir starten das Meeting. Okay. Deswegen funktioniert der Flipper nicht. Hast du noch was zu sagen vorher? Oh ja. Gespräch. Setz dich. Wie wär's mit ein bisschen was zu trinken? Nee, nicht wirklich. Ich kann verdammt gute Drinks machen. Jeder erzählt sich, meine Drinks sind die besten. Ja, aber eigentlich hatte ich keinen Bock zu trinken. Cloud, geht's dir gut? Ja, wieso? Kein Grund. Siehst nur ein bisschen müde aus. Geh lieber nach unten. Okay. Wedge, glaubst du, ich bin ein bisschen zu steif? Nee. Ah, das ist in Ordnung. Kümmere dich nicht um mich. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Feigling im Herzen. Was hat Jesse zu sagen? Nee, das haben wir doch schon gemacht. Ups. Guck dir die News an. Was für eine Explosion. Und das war alles wegen meiner Bombe? Aber ich hab's einfach nur so gemacht. Genauso wie der Computer mir gesagt hat. Muss mich irgendwo verrechnet haben. Ah, okay, die sollte gar nicht so groß ausfallen, die Bombe. Hey, Cloud, ich will dich was fragen. Waren irgendwelche Leute von Soldier da, die uns heute bekämpft haben? Nee, ich bin mir sicher. Ja, klingst du auch. Wenn irgendwer von Soldier dabei gewesen wäre, würden wir jetzt nicht hier stehen. Glaub ja nicht, du wärst so eine coole Sau, nur weil du ein Soldat gewesen bist und Soldier warst. Ganz schön heißblütig. Ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind das alle ein Soldier. Aber vergiss nicht, dass dein Arsch jetzt für Avalanche arbeitet. Klammer dich ja nicht an Shinra. Bei Shinra bleiben? Du hast mir eine Frage gestellt und ich habe geantwortet, das ist alles. Ich gehe nach oben. Ich möchte über mein Geld reden. Warte, Cloud. Lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er immer noch Shinra vermissen. Das ist das, was ihr aus der Unterhaltung hier rausgenommen habt. Schnauze. Ich kümmere mich weder um Shinra noch Soldier. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich kümmere mich auch nicht um Avalanche oder um den Planeten.
Okay, das habe ich jetzt gerade nicht alles so übersetzt, aber er würde gerne, wäre gerne Freunde. Und ich kann ihm einfach nur sagen, so, nö, eigentlich nicht. Marlene freut sich über Barrett. Und alle regen sich über Geld auf. Was macht Bix? Nix. Irgendwie habe ich gedacht, Bix wäre die Katze. Bix the Cat? Ist wahrscheinlich was anderes. Speichern kann ich ja auch nicht. Tifa, hör zu, Cloud. Ich frag dich. Tritt uns bei. Sorry, Tifa. Der Planet stirbt. Langsam aber sicher stirbt er. Irgendwer muss was tun. Okay, dann lassen Barrett und seine Jungs eben was tun. Hat nichts mit mir zu tun. Also willst du wirklich gehen? Du gehst einfach raus und ignorierst deinen Kindheitsfreund. Was? Entschuldigung. Du hast das Versprechen auch vergessen. Das Versprechen? Also hast du es vergessen. Erinnerst du dich, Cloud? Es war vor 7 Jahren. Flashback? Guck mal, der Brunnen. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, du würdest nicht zurückkommen. Mir wurde ein bisschen kalt. Tifa, entschuldige, ich bin spät dran. Du sagtest, du wolltest mit mir über was reden? Im Frühling werde ich Midgar verlassen. Nee, werde ich die Stadt verlassen, um nach Midgar zu gehen. Wir sind nicht in Midgar. Tifa, alle Jungs verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde nicht einfach nur einen Job finden. Ich werde Soldier beitreten. Ich werde der Beste sein, den es gibt, genau wie Sephiroth. Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth? Ist es Sephiroth oder ist es Sephiroth? Ist es nicht schwer, Soldier beizutreten? Ich werde wahrscheinlich nicht so schnell nicht wieder zurückkommen. Wenn du es zu was bringst, wirst du dann in den Nachrichten sein? Ich werde es versuchen. Hey, lass uns einen Schwur machen oder ein Versprechen. Wenn du irgendwann mal berühmt wirst und nicht in der Klemme sitzt, wirst du mich retten, oder? Was? Wenn ich irgendwann mal Probleme habe, wird mein Held kommen und mich retten. Ich will das zumindest einmal erleben. Was? Komm schon, versprich's mir. Okay, ich verspreche es. Okay.
Du erinnerst dich, oder? Unser Versprechen? Ich bin kein Held und ich bin nicht berühmt, also kann ich das Versprechen auch nicht halten. Aber du hast deinen Kindheitstraum erfüllt, oder? Du bist bei Soldat, bei Soldier. Komm schon, du musst dein Versprechen halten. Warte eine Sekunde, großer Soldier. Versprochen ist versprochen, hier. 1500 Gil. Das ist die Bezahlung, dass ich nicht lache. Was? Dann bist du... Hast du die nächste Mission schon da? Für 3000 bin ich dabei. Was? Schon okay, schon okay. Wir brauchen die Hilfe, oder? Das war das Geld für Marlenes Schule. 2000. Danke, Cloud. Okay. Ich habe anscheinend hier unten gepennt. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel unter Sozialaspekten und so gut gealtert ist. Ich habe eigentlich gedacht, Tifa wäre so eine Powerfrau. Weniger das, was hier gerade so präsentiert wurde. Dass sie unbedingt gerettet werden will von einem Prinzen oder so. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barretts Schnarchen hat mich wachgehalten. Wer würde das nicht neben dir? Komm. Tifa, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich werde jetzt gehen. Okay. Barrett sagt, unser Ziel ist der Sektor 5 Reaktor. Lass uns erst zur Station gehen. Ich erzähle den Rest im Zug. Und vor der nächsten Mission muss ich dir noch was fragen. Ich weiß nicht genau, wie man Materia benutzt. Ich gebe dir einfach die Materia, die wir gefunden haben, und du erklärst mir, wie wir die benutzen. Cloud, okay. Ich erklär's. Tutorial. Erst gehst du ins Menü. Weißt du? Menü drücken, um das Menü hochzuholen. Dann benutzt du den Cursor. Ja, okay. What? Junge, Junge, okay, das ist langsam. Okay, da ist die Waffe. Die hat Slots. Und da können wir Materials reinpacken. Okay. Das ist eine kurative Materia, was das heißt. Wenn du den Effekt kennen willst, pack den Cursor daneben und check im Menü. Das ist wie ein Button-Kommando bei Magic und dann auf Cure. Okay. Wir können jetzt die Magie benutzen. Okay. Wenn du die rausnehmen willst, geh auf den Materia Store, Menü. Musst du mit einer Sache aufpassen. Wenn du eine Materie ausrüstest, verändert sich deine Situation. Einige Sachen können stärker werden, andere können schwächer werden. Normalerweise wird die Magie stärker, aber die physikalische Stärke wird schwächer. Also ist Materia sowas wie ein zweiseitiges Schwert.
linken Seite kannst du sehen, welchen Effekt die Materie auf dich hat. Überspann nicht den Bogen, also probier verschiedene Dinge aus. Cancel, kommst du wieder raus. Okay, das ist es. Später gibt es noch Advanced Tipps. Scheiße, was ist das? Das war nicht so schwer. Ich verstehe es nicht. Kümmer du dich einfach um die Materia Cloud. Okay. Ich habe von oben vom Waffenshop eine Nachricht bekommen. Er will dir was geben, vergiss es nicht. Marlene, kümmer du dich um das Geschäft, während wir unterwegs sind. Okay. Viel Erfolg, sagt sie. Haben wir die jetzt ausgerüstet? Ah, hier haben wir Lightning und Eis, ja. Eis hat bislang nicht viel gebracht. Achso, Moment. Barrett hat noch keine Materia. Gehen wir dir mal Restore. Komme ich denn hier nach oben? Hier eine Treppe, die ich noch nicht gesehen habe. Geht ja auch nach oben? Nee. Ja. Sie mixt tatsächlich ab da hinten. Also nicht hier im Gebäude. Wo muss ich denn dann hin? Hier? Irgendwann gehen wir hier noch pleite. Ich kann keine gute Medizin verkaufen in einem Sumpf wie dem hier. Bist du einfach ein Kunde? Kaufen, wir verkaufen. Okay, wir kaufen. Phoenix Down brauche ich auf jeden Fall. Aber mal 2. Und nehmen wir mal 3 noch mit. Poison, Feuer, Eis, Lightning, Restore. Wir haben noch keine Feuer. Die nehmen wir auch mit. Okay, können wir was verkaufen? Gar nicht. Okay. Dann heißt, wir haben noch eine Materia. Geben wir die doch mal die Feuer. Materia. Okay. Wo ist jetzt der Waffenladen? Hast du so zu erzählen? Okay, sie kriegt nochmal neue Informationen, die sie erzählen kann. Das ist immer noch ein Kind. Was macht denn der? Ist das ein Fehler oder hammert der? Ruhe dich im dritten Stockwerk des Hauses aus. Muss mir nur ein bisschen Cash geben. Der schimpft einfach, okay. Kannst du nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen? Okay, was hat der denn so? Iron Bangle, Assault Gun, die haben wir schon, und eine Granate. Die kann uns ja eigentlich nur helfen. Rüsten wir die mal aus. Zu Bengel.
Können wir die Bronze-Dinger eigentlich auch verkaufen, ne? Ist hier noch was drin? Ein Speicherpunkt. Junge, Junge. Ein Level in ungefähr einer Stunde Spielzeit, das ist nicht viel. Wo sind wir überhaupt? Das ist der fabelhafte Save Point. Ich erkläre mir, was ein Save Point ist. Der Weltkarte kann man überall speichern, ansonsten braucht man diesen Punkt. Okay. Die Limitech. Technik ist sau gut. Okay, schön, schön, wie die das zeigen. Schön irgendwie süß. Hey Soldier, erzähl uns von deinen Kämpfen. Wir bezahlen dich auch dafür. Ich bin noch nicht so pleite, dass ich von Leuten wie euch Geld geben nehmen werde, aber ich rap ein paar Mal mit euch, wenn ihr wollt. Okay, das sind Tutorial-Leute. Nummern, das ist Schaden, denke ich mal. Change und Defend, Escape. Mehr brauche ich, also. Gut, dass ich weiß, wo die sind, aber gerade brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Das ist die Beginnershalle. Du sagst, du wärst ein Beginner, aber deine Augen sagen was anderes. Leg dich nicht mit mir an. Ich war mal in Soldier. Ich erzähle dir, wie viel ich weiß, und das sogar für gratis. Heilen haben wir schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Materia haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, das ist alles okay. Brauchen wir gerade nicht. Oh, da war noch was. Eine Materia. Und eine Treasure. Okay. Okay. Was ist denn das für eine? Barrett kann auch eine gebrauchen, glaube ich. All effects on paired Materia. Nicht, was es macht. Keine Ahnung, was eine All-Materia macht. Kann ich tiefer noch eine gebrauchen? Wahrscheinlich verbessert das alle ausgerüsteten Materias. Vielleicht wird es wohl nicht sein. Was haben wir hier noch? Das ist ein Slum, du kannst hier nicht gratis sein. Okay. Er sagt uns, wir sollen speichern und wir sollen schlafen, wann immer wir können. Hey C488, moin. Willkommen, willkommen. Aber wir sind auch gerade voll geheilt, das brauchen wir also gar nicht schlafen. Wie komme ich hier wieder runter? Na, was geht bei dir?
So, hier war der Trunkenbold. Ah, Johnny ist weg. Du siehst ein bisschen enttäuscht aus. Ich bin ein bisschen einsam, wenn ich nicht trinke. Ah, ich meine, wir sind in den Slums hier. Was ist in diesem Haus? Er bringt uns nichts außer Kopfschmerzen, als er hier war. Aber jetzt, wo er weg ist, vermissen wir ihn. Schräg, oder? Wer hat denn hier gewohnt? Ich frage mich, ob mein Sohn schon weg ist. Wenn es nur meine Frau und ich hier sind, wird es ein bisschen einsam. Wer lebt denn hier? Alles gut, mein eigenes Remake klingt interessant, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich hab, ich kann es dir noch mal kurz zeigen, einmal. Ich habe den Seventh Heaven Manager benutzt, um ein paar Mods zu installieren. Und hab Bock, mich das erste Mal hier durch Final Fantasy zu arbeiten, bevor ich mich an das Remake wage irgendwann. Irgendwie habe ich es damals verpasst, aufgrund von, lief auf meinem PC nicht, hatte keine PlayStation. Ja, jetzt wird es langsam mal Zeit. Ich vermute mal, wenn wir wieder zum Zug sollen, dann müssen wir einfach wieder zum Bahnhof, ne? Wusste nicht, dass sowas geht. Cool. Ja, ich habe die Steam-Version und die lässt sich relativ einfach modden. Ich musste tatsächlich einfach nur 7.7 installieren und das hat sofort alles erkannt. Barrett sagt, yo! Das ist kein Privatwagen. Also, splittet euch auf. Die Typen schon wieder. Habe ich nicht das totale Glück? Der Typ war vorhin auch schon mal da. Hast du was gesagt? Ich habe gesagt, hast du was gesagt? Guckt euch das an. Ist jetzt auf einmal leer hier. Es ist hier leer wegen Leuten wie euch. Ihr habt die Nachrichten gesehen, oder? Avalanche sagt, es wird mehr Bombings geben. Nur wirklich verantwortungsvolle Angestellte würden an Tagen wie heute überhaupt zum Midgar gehen. Du arbeitest für Shinra? Ich werde mich nicht der Gewalt hingeben und ich gebe dir auch nicht meinen Sitz. Barrett schimpft ihn aus. Okay, was machen wir jetzt? Warum bist du so ruhig? Du bringst mich aus dem Rhythmus. So, anscheinend ist das Ding jetzt angeschlossen. Wir fahren los. Ja, keine Ahnung. Ich habe versucht, das Spiel auf Deutsch zu installieren, aber das hat leider nicht geklappt. Also ich kann es umstellen bei Steam auf Deutsch. Aber der Mod-Manager bleibt auf Englisch leider. Und das Ganze irgendwie zu hacken scheint nicht so einfach zu sein. So das Team, was mal eine angepasste deutsche Übersetzung gemacht hat, hat sich 2013 oder so zur Ruhe gesetzt. Und die haben das leider nur für die original PlayStation-Version gemacht und nicht für die Steam-Version. Kann ich nicht viel machen. So ist das nächste Ziel. Hört nur den Mr. Ernst über die Arbeit. Okay, ich erzähl's dir. Jesse hat es wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber es gibt einen Security-Checkpoint auf der Top-Platte. Es ist ein ID-Scan-System, das alle Züge durchscannt. Und Shinra ist sehr stolz darauf. Wir können unsere Fake-IDs nicht mehr benutzen. Guten Morgen und willkommen zur Midgar-Linie. Die Ankunftszeit für Sektor 4 ist 11.45 Uhr. Das heißt, wir haben nur noch 3 Minuten, um zum ID-Punkt zu kommen. Okay, in 3 Minuten springen wir von diesem Zug.
Alles klar. Cloud, komm her. Lass uns die Karte angucken. Ah, da ist wieder der Obdachlose. Hm? Du bist der Einzige, der mit mir spricht oder in mein Haus kommt. Bin beeindruckt. Sieht so aus, als hättest du schon mal gesehen. Ist okay, komm ein bisschen näher. Wollten die damit damals Ladezeiten überbrücken? Ne, geht direkt weiter. Das ist schräg, der ID-Checkpunkt sollte eigentlich weiter unten sein. Security Alert. Unidentifizierte Mitfahrer bestätigt. Wir werden alle Wagen durchsuchen. Was ist los? Was ist hier los? Wir sitzen tief in der Patsche. Auf ins nächste. Den nächsten Zugwaggon. Auf geht's. Okay. Jetzt sind wir bei Level 2. Wir machen die Tür bald zu. Rennen. Ja, bin ich ja. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir in Level 3. Sind wir clear? Noch nicht. Wir starten einen anderen Check. Wenn die uns kriegen, dann sind wir geliefert. Wenn wir uns weiter durch den Zug bewegen, Abteil für Abteil, sollten wir durchkommen. Tracken meine Location. Und jetzt sind wir bei Level 4. Wieder 15 Sekunden Zeit. Maximum Security Alert. Okay, wir haben es geschafft. Hier lang. Okay, wir springen jetzt raus. Ich bin's Jesse. Wie sehe ich aus, Cloud? Sehe ich gut aus in der Shinra-Uniform? Nicht jetzt. Konzentriere dich auf den Plan. Okay, Entschuldigung. Gruselig, ja? Dafür ist es jetzt zu spät. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil... Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wo muss die lang? Ist hier lang? Wo springe ich raus? Du warst. Okay. Guck genau hin. Ich springe jetzt. Macht mir nichts aus, wenn du zuerst gehst. Ein geborener Führer bleibt immer zurück. Kümmere dich nicht um mich. Geh einfach. Das ist nur der Anfang der Mission. Also mach dich nicht in die Hosen. Okay. Später kümmere dich um den Rest. Okay. Okay, bisher lief alles wie geplant. Das nennst du alles wie geplant? Alter. Okay, lasst euch nicht aus der Fassung bringen, bis wir zum Sektor 5 Reaktor kommen. Bewegt euch. Der Reaktor ist einfach den Tunnel lang. Okay, ich kann auch in die andere Richtung gehen. Ach, random Kämpfe. Aber wir müssen Barretts Ding gleich noch ausprobieren. Okay, die waren alle vor uns dran. ...42 reicht, um sie zu töten. Wow, tiefer! Mein Damage-Dealer.
Keine Items. Frage ist, ist hier überhaupt was? Oder gehe ich gerade einfach nur irgendwo hin, wo ich sowieso noch nicht weiterkomme? Back Attack. Kann man das irgendwie verhindern? Random ist eine Sache, aber... Achso. Wieso machen wir jetzt so wenig Schaden? Ach, die erste Runde wegen, vielleicht wegen Silk? Ist das eingeschränkt? Schränkt das unsere... Die beiden machen so wenig Schaden auf einmal. Muss ich gleich alle wieder zurück. Das wird auch nervig. Aber jetzt will ich es wissen. Ah, jetzt sind wir mal im... Das ist doch gut, das ist doch gut. Endlich mal wieder ein bisschen kämpfen hier. Spiderweb haben wir bekommen, okay. Ich denke, das ist gerade relativ egal. Okay. Zwei Bildschirme gehe ich noch. Krass, kommen wir gleich in einem anderen Sektor raus? Oh, wow, was ist das? Okay, weniger als 100 auf jeden Fall. What? Und alle auf tiefer. Lass sie doch in Ruhe. Barrett ist am schnellsten hier. Gut, der hat natürlich auch seine Waffe, ne? Keine Items. Boah, wenn ich jetzt hier irgendwo sterbe, ne? Ich habe keinen. Okay, das wird wahrscheinlich eine Fluchtroute sein. Immerhin haben wir es ausprobiert. Gut, es ist also nicht das Spiel, das wirklich viel erkunden zulässt. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Komplett vollgeseidet. Ihr könnt doch ruhig mal eine Potion fallen lassen. 15, das ist doch kein Schaden. Ich will eigentlich gar keinen Limit Break machen. Wir probieren Feuer aus. Okay, okay. Jetzt kann ich nämlich auch direkt mal testen, ob man Limit Break mit in den nächsten Kampf nehmen kann. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn ich da dann direkt mit was Ordentlichem starte. Wir wollen eine Potion benutzen. Und dann mal gucken, ob Barrett auch andere Leute heilen kann. Dem habe ich ja diese Heilungsmateria gegeben. Wie funktioniert's? Nee.
Nee, der heilt nur sich selber. Aber ordentlich, das waren 200 Heilungspunkte. Ach so, muss man mal bestätigen. Währenddessen greifen die ganze Zeit an, das ist natürlich bitter. Moin, Sylphbert. Nee, ich bin durch mit Zelda. Ich hab das geschafft. YouTube zieht da gerade nur noch ein bisschen nach. Ich bin heute angefangen mit Final Fantasy als nächstes Spiel. Achso, du hattest letztens den Boss gelegt. Ja, genau. Ich hab vor einer Woche oder sowas habe ich Ocarina of Time durchgespielt und hab Bock auf ein ähnliches Spiel aus der Zeit oder zumindest ein Klassiker aus der Zeit gehabt. Deswegen geht's jetzt hiermit los. Eigentlich müsste ich mich auch um ein YouTube-Video kümmern, aber irgendwie hatte ich mehr Bock zu zocken heute. Ich glaube, da war ich im Lurk. Ist das eine umgangssprachliche Aussage? Ich glaube, die kenne ich gar nicht. Q nicht, du attackierst. Cloud, Hold. Oh, da gibt's wieder richtig auf die Mütze bei dem. Zocken ist doch gut. Ja, finde ich auch. Okay. Gegen solche Leute macht das richtig Schaden. Warum schießen die alle auf Tifa? Lass die doch in Ruhe. Tifa kann schon wieder ihr Limit Break benutzen. Vielleicht lädt sich das auch schneller auf, wenn sie Schaden... Die gehen schon mit 50 kaputt und wir machen die ganze Zeit 40 irgendwas Schaden. Vielleicht lädt sich das Limit Break auf, wenn sie mehr Schaden einsteckt. Oh, du kennst den Begriff gar nicht? Nö, Lurken kenne ich nicht. Im Lurk liegen. Ich vermute mal, sowas wie im Saft liegen. Bei Twitch ein gängiger Begriff. Ach, ist das einfach, du hast gelurkt, du hast geguckt, aber dich nicht gemeldet. Du hast teilgechattet. Wenn die Leute nur den Stream laufen haben. Ja, doch. Dann macht Sinn. Ich habe irgendwie gerade gedacht, so, das ist ein Begriff für Auskatern oder so. Nach Neujahr ja auch. Der ist ja auch nicht ungewöhnlich. So, jetzt einmal noch gucken, brauchen wir. Ich fürchte fast. Ich hab zu wenig Potions dabei. Aber dafür sind wir wahrscheinlich gleich überlevelt. Auch nicht schlimm. Wie sind denn deine Erfahrungswerte mit Final Fantasy? Hast du da schon mit zu tun gehabt? Lief auf dem iPad und habe währenddessen Erledigungen gemacht. So gucke ich zwischendurch auch echt gerne Twitch, so koche ich häufig. Und gerade ehrt dich auch, dass du bei mir reinguckst. Gerade ist eigentlich meine Twitch-Lieblingswoche, die zweimal im Jahr stattfindet. Also eine von zwei Twitch-Lieblingswochen. Denn es ist Games Done Quick. Die Lichtbeame sind die Security-Sensors. Wir können hier nicht weitergehen. Das ist ein ziemlich kleines Loch. Du kannst unter diese Platte? Keine Chance. Wir gucken erstmal. Sieht nicht so aus, als würden wir hier stecken bleiben. Okay, aber wenn wir in diesen Lüftungsschacht reingehen, werden wir nicht zurückkommen können. Was für ein Ding ist gerade? Awesome Games Done Quick. Das ist ein Event, bei dem Gamer für gegen Krebs spenden. Und das machen, indem Speedruns stattfinden. Also es sind irgendwie hunderte Speedruns, 24 zu 7.
und sau viele coole Nintendo, PlayStation, Xbox-Spiele, die da durchgezockt werden, also durch die Bank. Und einige von denen sind einfach fantastisch zum Zugucken. Gibt auch einen ganzen Blog mit Bad Games dann Quick, wo Leute einfach schlechte Spiele spielen, auch immer sehr unterhaltsam. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich kann mir einfach einmal im Jahr einen Donkey Kong Country 2 Speedrun angucken. Oder mir angucken, wie jemand Super Metroid erledigt und auf eine Art und Weise, die ich nie hinbekommen werde. Und oft sind auch Spiele dabei, die ich noch nie gesehen habe. Armored Core 6 kommt ja dieses Jahr hoffentlich raus und da ist auch ein Teil dabei gewesen, der heute da durchgezockt wurde. Auch spannend. Verschwende keine Zeit. Wir werden nie genau wissen, wann Shinra uns findet. Ja dann, auf geht's. Mann, oh Mann, ich bekomme eine Gänsehaut bei dem Ding. Habe mit meinem Bruder damals Final Fantasy 7 auf der PS1 gespielt. Also vielmehr, er hat gespielt und nicht zugeschaut. Da war ich, glaube ich, nur 8 oder so, und auf CD2 ging es nicht weiter, weil ein sehr tiefer Kratzer drin war. Oh, das fühle ich mit. Auf der einen Seite habe ich es geliebt, oder ich finde es immer noch großartig, auf der Couch zu sitzen und Leuten beim Zocken zuzugucken. Das ist einfach mega entspannt. Passiert aber viel zu selten mittlerweile. Und auf der anderen Seite, das mit der CD kann ich auch nachvollziehen. Ich habe Final Fantasy 7 damals auf dem PC spielen wollen und hatte einen Grafikfehler, der halt dafür gesorgt hat, dass ich dass alle Figuren in den Videosequenzen immer auf dem Kopf standen. Da hatte ich irgendwie keinen Bock weiterzuspielen und habe auch aufgehört. Und die CDs waren auch nicht im besten Zustand. Ich hatte das damals gebraucht. Ihr wart dadurch übertrieben überlevelt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Holt. Mach ihn fertig. Wieder auf tiefer? Ja. Immer auf tiefer. Mich entspannt das auch total, bei Let's Plays zuzugucken. Finde ich auch großartig, dass das so viel mehr gemacht werden kann gerade. Also ich genieße das auch, wenn Spiele rauskommen, von denen ich weiß, die würde ich wahrscheinlich nicht durchzocken oder sie sind nicht für mich, habe ich trotzdem Spaß dran, Leuten dabei zuzugucken, die Spaß an den Spielen haben. Hier wahrscheinlich, ne?